weiter mit unserem Porsche 911.2 GT3 RS Projekt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir schon ein klein wenig vorbereitet. Ganz wichtig überhaupt, folgt mir auf Instagram, Franz Simon Drift und Simon Motorsport. Wenn ihr ein bisschen was über Klamotten sehen wollt und auch unsere Webseite und noch viele andere Sachen, www.smn83.de. Ja, was soll ich sagen? Genau. Ach, und lasst ein Abo da, macht die Glocke an, dann kriegt ihr immer mit, wenn wir Videos am Start bringen. Oh, da ruft gerade jemand an. Kleinen Moment. So, Telefonat zu Ende. Das war der liebe Tim von Bierstein übrigens. Ja, ging sich ein bisschen um Driften und so, ne? Wisst ihr ja, was soll er machen. Also, ich zeige euch mal eben, was für ein Leckerli wir hier verbauen werden. Also, schauen wir mal. Da ist das gute Stück und das ist die Originalabgasanlage. Die Seitenscheinwerfer waren hier jetzt schon raus und da waren eigentlich diese Seitenscheinwerfer Ersatzrohre drin. Da ist schon mal eine Seite davon. Aber ich habe es mal für einen guten Vergleich jetzt mal original nebeneinander gelegt. Also, das ist original. Hier wäre normalerweise der originale Endschalldämpfer. Der bleibt auch erhalten im Auto. Und das sind unsere SMN Longtube Headers. Und wer das sieht und sich ein bisschen damit auskennt und so ein bisschen mal gegoogelt hat, der weiß, dass es diese Longtube-Krümmer so in Anführungsstrichen schon gibt. Die werden von einem Hersteller gebaut in Amerika. Die sind spezialisiert darauf, Porsche-Abgasanlagen zu bauen. Allerdings gibt es sie dort nur ohne Cut und mit, ich sage, einem Sportcut, der in Deutschland keine Zulassung hätte. Das heißt, wir haben einen Vertrag mit denen, exklusiv gibt es so nur bei uns. Die bauen die mit uns, für uns mit 200 Zeller HJS Sportcuts, ja. Das heißt, wir schicken die Cuts zu und so weiter und so fort und wir kriegen dann quasi ein Produkt mit unserem Branding drauf, kann man aussehen, hier SMN, alles klar. Exklusiv für uns gebaut für Deutschland, Österreich und die Schweiz, ja. Sprich, so ist das ein bisschen Grauzone, aber wir werden Geräuschmessungen damit machen und werden höchstwahrscheinlich die Möglichkeit haben, das komplette System hier eintragen zu lassen. Dazu aber später mehr. So, wie ihr sehen könnt, Originalkrümmer und hier sind die Longtube Equal-Length-Krümmer. Und Equal-Length heißt im Endeffekt, dass jeder Zylinder die gleiche Länge hat, um die Abgase abzuführen. Seht ihr das? Ja, das heißt so sind die gebaut, dass jeder Zylinder oder die Abgase von jedem Zylinder den gleichen Weg haben bis hin hier zu diesem großen Kollektor. Bei den Originaltrümmern ist das ehrlich gesagt auch fast so, ne? Kann man schon sehen, fast, aber das sind halt Shorties. Ne? Und das heißt, bevor der Weg von hier bis hin zum Kollektor ist halt nicht lang und hier ist der Weg halt sehr lang, bis die Abgase in hier ungefähr, zack, in den Kollektor kommen, ja. Dadurch ist der Flow besser gegeben und dadurch gibt es natürlich dann auch eine Leistungssteigerung. Hier die Cuts, ja, und normalerweise sitzen diese Seitenscheinwerfer oben in der Stoßstange und zwar hier hinter, ich zeige es euch mal eben, da sitzen normalerweise die Seitenscheinwerfer. Da werden aber jetzt die Cuts sitzen, ja, und der originale Endschalldämpfer bleibt, der kommt dann hier zwischen quasi, und hier sind halt dann die Rohre mit den Klappen, das heißt, die Abgasklappen werden ganz normal weiterhin funktionieren und wie sie halt jetzt auch original sind. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Klappe wieder erst bei 3.500 Umdrehungen öffnen wird, weil softwaremäßig erstmal alles original bleibt. Das heißt, wir testen jetzt erstmal am Prüfstand gleich, erstmal gibt es einen Soundcheck und dann gibt es auch einen Prüfstand der Messung und vergleichen mit Krümmer, ohne, also mit Krümmer und Serie. Was bringt das ohne Software? Und dann werden wir noch Software machen und schauen wir mal, wo wir da am Ende landen werden. So, jetzt verbauen wir die ganze Geschichte mal und dann gibt es gleich als allererstes mal ein Soundcheck. Aber bevor dem Soundcheck zeige ich euch den Wagen von unten und dann könnt ihr mal gucken, wie das Ganze verbaut aussieht. Eben was zeigen. Also, wie ist denn der Original-Endschalldämpfer hinten aufgebaut? Kann man gucken. Möchte man reinwarten? So. Ja, so kann man sehen. Also, die Abgase, wenn die Klappe geöffnet ist, gehen die Abgase hier rein. Siehst du, so ein kleiner Raum hier, ne? Das ist übrigens der Titan-Endschalldämpfer hier auf dem RS. Kleiner Raum, wo es dann durch so ein perforiertes Rohr geht, aber grundsätzlich geht es eigentlich, die Abgase sind so schnell, ne? Geht es eigentlich straight durch und dann sind ja auch hier schon die Endrohre. Ne? Das heißt, so, pff, Alter, viel lauter kann man so einen Endschalldämpfer nicht machen, glaube ich. Also, das kleine Stück hier, ne? Ist nicht viel. Ja, und wenn die Klappe halt geschlossen ist, geht es halt dann da oben durch. Guck mal da, leuchte mal rein. Guck mal, was sehen. Ja, geht es halt da oben durch und da, ja, da drin sieht es halt mit dem Kammersystem, ne? Also deswegen, Original-Einstellung bleibt in dem Fall, weil lauter kriegt man das. Kriegt man sowieso nicht. So, weiter geht's. Jawohl! So,
wir sind fertig und die Krümmer sind drunter. Oh, da kannst du schon sehen, da sind sie. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal, wie das jetzt unterm Fahrzeug aufgebaut ist, wie es also aussieht. Kleinen Moment. So, also wie wir sehen, Endschalldämpfer Serie Titan. Und jetzt fangen wir an. Also, da kann man sehen, ne? So sieht das Ganze aus. Ich brauche mir eben so viel. Ja, so sieht man es ein bisschen besser. Moment, ja, guck mal kurz. So ungefähr, damit die Qualität auch nicht leidet. Ja. Naja, müssen wir so machen. Da oben könnt ihr sehen, sind die Verbindungsrohre mit Klappe. Und da geht es dann hoch zum Cut. Und dann hier eine Bewegung und dann der Longtube-Krümmer. Also Motor geht raus. So. Zack, und dann Endschalldämpfer rein. Ne? Das heißt, im Endeffekt, wie ich gesagt hatte, der Cut sitzt quasi hier. Ja, so sieht das ganze Spektakel aus. Ne? Das ist natürlich qualitätsmäßig echt extrem geil. Und mit den Schellen und alles, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ne? So sieht das Ganze dann quasi aus von unten. Ne? So, die Abdeckung fehlt natürlich jetzt noch, aber so könnt ihr es mal sehen. Zack. Nice, ich mache mal 0,5, aber da ist die Qualität nicht so geil, aber so sieht das Ganze aus. So, ne? So, hier, jetzt kann man es ein bisschen besser erklären vielleicht auch. Ne? So sitzt das dann hier. Und leistungstechnisch muss das hier richtig was bringen. Und jetzt werden wir die Kiste mal anschmeißen. Na, gucken wir mal, wie das Ding soundmäßig so klingt. So, meine Lieben, also das Auto ist festgestellt am Prüfstand und jetzt gibt es einen kurzen Soundcheck für euch. Dann gibt es mal ein bisschen Gänge durchladen auf dem Dyno so ein bisschen und dann werden wir messen und dann gucken wir mal, wie viel Leistung wir mehr haben. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass wir die Seitenscheibenversatzrohre schon drin hatten vorher. Die müssen Leistung bringen. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie Leistung bringen, aber die müssen Leistung bringen, weil so viel über Serie, 520 PS soll er haben, 540 oder sowas hat er gemacht, 550 sogar knapp, gucke ich gleich mal genau, die streuen nicht so viel hoch. Ne? Also ich denke, die Seitenscheibenversatzrohre haben ein bisschen Leistung gebracht, aber wir gucken mal, was die Krümmer bringen. Jetzt gibt es aber erstmal einen kleinen Soundcheck für euch. So, dranbleiben.
Was für ein Spektakel, unglaublich. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir reden jetzt mal über das Diagramm, ja? Da sind ein paar interessante Feinheiten und ein paar interessante Infos. Also ich drehe die Kamera mal um. Hier kann man mal das Diagramm sehen. Die dicke Linie ist jetzt mit Krümmern. Die dünne Linie war vorher mit Seitenscheinwerfer-Ersatzrohren. Wie gesagt, wir haben jetzt keinen perfekten 100% Vergleich, weil vorher schon Seitenscheinwerfer-Ersatzrohre drin waren. Das heißt also, schwierig zu vergleichen. Aber gut, ihr könnt sehen, zwischen 5000 und 6000 haben wir tatsächlich weniger Leistung und weniger Drehmoment, ja, als original oder als mit Seitenscheinwerfer-Ersatzrohren. Zwischen 3,8 und 5000 haben wir wieder mehr. Und hier, wo der GT3 ja zu Hause ist, ab 6,8 geht es dann mit dem Drehmoment und der Leistung höher und wir haben eine Maximalleistung erzielen können von 575,6 PS, 504 Newtonmeter. Software ist immer noch Serie, das heißt, dieser GT3 RS läuft verdammt gut und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir maximal, was haben wir maximaler Mehrleistung jetzt? Moment. So, Cursor legen wir jetzt mal hier drauf, so. So, wo es am meisten, weiß ich nicht, hier. 8,8 oder sowas. Ne? So, 8,8. So, hier. 570 PS liegen bei 8,8 an. 543 lagen vorher, das heißt 27 PS. 455 Newtonmeter liegen da oben noch an. Vorher waren es 433 Newtonmeter, das heißt 22 Newtonmeter. Also maximaler Leistungszuwachs von 27 PS und 22 Newtonmeter. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich kann das Ergebnis selber kaum glauben, dass dieses Ding so verdammt gut läuft. Das ist nicht normal. Und jetzt, apropos, genau, übrigens, vorher war die Klappe ja quasi die ganze Zeit geöffnet. Jetzt ist die Klappe zu. Die Klappe öffnet aber erst ab, ich muss ja noch hier mal gucken, knapp über 3000 Umdrehungen. Ja, ich sag euch mal was. Also, hier ist, wo die Klappe öffnet, ja. Vorher war die Klappe komplett auf. Das heißt, da kann man schon sehen, ne, dass da hier das auch mit der Klappe zu tun hat und mit den Seitenscheinwerfer-Ersatzrohren. So, und da dieses Video jetzt schon extrem lang ist, gibt es im nächsten Video die Leistungssteigerung, Klappen permanent auf per Software und natürlich dann mit Software und Krümmern Zeitenjagd. 100, 200, 200, 250 und dann schauen wir mal, ja, wie viel bringt unser SMN-Paket. Ja, weil wir wollen es natürlich im Paket verkaufen, sprich Krümmer, Montage und Leistungssteigerung, alles zusammen. Aber Conclusion, ja, 27 PS, 22 Newtonmeter, nur durch die Babys, die wir da jetzt eingebaut haben. Also, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.